Herzlich willkommen zum MS-Jahresrückblick 2020. Ja, was kann man über das Jahr 2020 sagen? Ja, war schon trostlos für viele, ne? Also es war so ein verlorenes Jahr. Aber ich will nicht über dieses Jahr im Sinne der Nachrichten reden, sondern im Sinne der MS. Was war es für mich? Es war bemerkenswert ruhig. Ich hatte nur ein, zweimal Probleme gehabt, dass die Nase läuft, aber wirklich nichts Weltbewegendes. Ich habe hier eine Tabelle, wenn man das sieht, fertiggestellt. Und zwar, wenn man den Punkt sieht hier, viele kennen das hier, Tabelle 2007 bis 2018, dieser Verlauf, die EDSS-Skala, diese rote Kurve. Und dann geht die Kurve hier weiter. Das war 2018, EDSS 8,0. Das waren zwei extreme Schübe. Davon habe ich mich erholt und irgendwann entscheide ich mit Vitaminen zu anfangen, Vitamin D, Vitamin K2 und dann geht es wieder sukzessive runter. Jetzt bin ich bei EDSS 6,0. Ihr seht, es ist eine gerade Linie. Dann gab es eine leichte Verschlimmerung Ende 2019. Dann wieder eine Verbesserung. Dann hatte ich im April die Infusion genommen, April 2020. Da war ich zwei, drei Tage ein bisschen neben der Spur, geschwächt. Und jetzt im Oktober, ich sehe hier einen Peak, so drei, vier Wochen, wo es mir schwindelig war und ich ohne Hilfe nicht baden konnte. Jetzt mittlerweile hat es sich beruhigt. Ihr seht hier diesen Peak, beruhigt. Was das Gute ist, diese Linie ist auf dem Niveau 6, 6,5 so rum. Ne? Wir sind von 8 auf 6 ungefähr zurück. Und eine gerade Linie ist für MS-Kranke oder chronisch Kranke manchmal fast mit Besserung zu vergleichen. Ne? Also keine Verschlechterung ist eine Verbesserung. Ne? Lieber wie diese Linie. Das ist doch eine Linie, die 2007, 2020, 13 Jahre wiedergibt. Ne? Ihr seht, sehr stark nach oben. Dann war 4, 5 Jahre lang so Zickzack zwischen 7 und 5,5. Dann ging es hoch auf 8. Das wisst ihr schon. Dann ist ja noch was. Diese graue Linie sind die Probleme mit der Lunge gehabt. Ne? Lungenentzündung, Augen- und Hörprobleme, allergische Reaktionen. Das war einmal im Anfang 2019, Mitte, Ende 2019, April 2019 und seitdem habe ich keine Probleme. Also das hält sich im Rahmen. Hier ein leichter Peak nach oben, Infusion, nur leicht Halskratzen, zwei, drei Tage, aber die Müdigkeit war zwei, drei Wochen. MS-technisch kann ich sagen, da war kein Schub, da bin ich froh darüber. Was jetzt ist, ich werde im Bad so eine Hilfe bekommen, damit ich mich da sicherer fühle. Vitamin D hat mir viel geholfen, weil ich auch mich sicherer fühle. Ich kann besser denken und bin weniger müde. Was hat mir alles geholfen? Ich habe zum Beispiel jetzt keine Schmerzmittel nehme ich seit April 2019, keine Antibiotika und keine Magenschutztabletten. So 1,5 Jahre, da bin ich froh darüber. Ne? Was ich noch nehme, ist halt dieses Ocrevus jede 6 Monate. Was ich aber auch nehme, Vitamin D hochdosiert. Und jetzt war ich im Krankenhaus, einmal im April diesen Jahres hatte ich einen Vitamin D-Gehalt von 225 Mikrogramm pro Liter oder Nanogramm pro Milliliter. Und 225 war zu viel, sagt der Arzt. Ich habe auch gesagt, okay, wird wahrscheinlich so sein. Da habe ich halt die Dosierung runtergesetzt. Und im Oktober 2010, also vor 2 Monaten, hatte ich einen Vitamin D-Gehalt von 125. Mal sehen, ob man das sieht. Ich hoffe, man sieht es, ne? 125.
Und da gab es auch Diskussionen, es ist zu viel. Und da habe ich gesagt, nee, ist es nicht. Mir geht es einigermaßen gut und ich habe das Gefühl, dass die MS in Schach gehalten wird. Es soll keine Empfehlung sein, für andere nicht, dass er denkt, der Mann von Ocean Strada hat das gesagt. Es ist nur meine Erfahrung, das ist, sage ich mal, so explizit. Dann habe ich einen Vitamin B12-Test machen lassen, auch am ja, 12.11. vor 1,5 Monaten, so ungefähr. Und der war mit 151,4 Picomol pro Liter, glaube ich, heißt es, ja, im grünen Bereich. Diese zwei Werte haben mich dazu bewegt, dass ich sie weiter so auf diesem Level halte. Wie gesagt, ich habe gesehen, die Kurve ist abgeflacht, leider halt nicht nach unten. Das sind die letzten, wie ihr seht, das sind die letzten zwei schlimmen Schübe, das und das. Juli 2018 und September 2018. Seitdem hat er sich sehr gut beruhigt. Jetzt bin ich in einem wunderbaren Bereich. Was ich noch sagen sollte, ja, Corona, bei uns in der Familie gab es ein, zwei Fälle im Bekanntengrad. Klar, da habe ich auch meine Angst. Meine Frau ist im Verkauf tätig, die hat sich Corona getestet, negativ. Ich habe mich nicht testen lassen, weil ich kein Fieber habe und auch relativ symptomfrei. Ich denke mal, ich habe das Corona nicht. Und wenn, dann werde ich Glück haben. Ich weiß es nicht, ich will ja nicht zu viel reden. Also ich will nicht, wie soll ich sagen, dummes Zeug oder gelogenes Reden. Es gibt genug Fake News. Was ich zum Beispiel mache, jetzt wollte ich euch noch zeigen, wie ich den Vitamin D kombiniere. Und zwar tue ich im Winter mein Gewicht durch 10, also wenn ich jetzt 100 Kilo wiege, durch 10, 10.000 Einheiten. Und im Sommer mein Gewicht durch 20, also 5.000 Einheiten. Und im Herbst und im Frühling sind es dann 7.500 Einheiten Vitamin D am Tag. Und dementsprechend K2-Tropfen im Winter 4 bis 5 und im Sommer 2 bis 3 oder 2 Tropfen K2. Jeden Tag Magnesium. Jeden Tag nehme ich B12 und B-Komplex. Vitamin C nehme ich jeden Tag. OPC nehme ich jeden Tag. Magnesium. DMSO, Dimethylsulfoxid. Tue ich nicht mehr jeden Tag nehmen, weil meine Frau sagt, es stinkt zu arg. Also habe ich es stark verdünnt und tue es mir auf der Haut sprühen, damit es so der Geruch erträglich wird. Na, die Leute, die wissen, von was ich rede. Ne? Dann nehme ich noch L-Carnitin jeden Tag, Schwarzkümmelöl jeden Tag und dann nehme ich noch diese Artischockenkernextrakte, Artischockenkernextrakte oder Artischockenextrakte von der Blüte. Ne? Diese Blütenstand wird in Staub und dann in Kapsel vergeben. Ne? Chlordioxid nehme ich auch, ist halt eine ekelhafte Sache, aber die nehme ich nicht täglich. Wenn ich merke, es heißt Halskratzen, dann nehme ich das ein paar Tropfen. Wohlgemerkt, es ist ein sehr, sehr heikles Thema. Ich will niemanden dazu ermuntern oder ermutigen, macht euch schlau. Weil Chlordioxid ist aber nicht zu verwechseln mit Chlorbleiche. Nur so nebenbei. Was mir geholfen hat, auch dieses Jahr oder die letzten, sagen wir, 13 Monate, 14 Monate, 15, also ich sag mal, seit April 2019, aber dass ich mit Muskeltraining mache. Ich habe so ein Tanzgerät, ab und zu tue ich mir die an den Armen oder an den Beinen, tue ich mich eine halbe Stunde dran anschließen und dann zuckt es halt, damit die Beine da stark sind. Dann zweimal die Woche gehe ich in Krankengymnastik, Therapie, das hilft auch sehr viel. Im Winter, jetzt wo es dunkel ist, habe ich eine Terrarienlampe, da tue ich sie mir, habe ich auch erzählt oft, da tue ich sie mir auf den nackten Oberkörper so 10 Minuten strahlen lassen, dann ist es schön warm. Sonst gibt es nichts zu sagen. Ne? Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr keine Probleme bekomme. Immerhin, jetzt habt ihr mittlerweile erfahren,
Es ist ja nicht nur das eine Virus, das ist ein neuer Virus aus England und es breitet sich wieder aus und viele haben Angst. Und klar, bleibt abzuwarten. Ne? Wir müssen halt ruhig und mutig sein und wirklich nicht den Kopf in den Sand stecken. Und 2021 wird, denke ich mal, genauso beschissen sein wie dieses Jahr. Was ich denn? Jedes Jahr hat seine Schattenseiten. Aber klar, dieses Jahr war, das kann man nicht toppen. Ne? Normalerweise hätte man von 2019 auf 2021, aber ich bin mir da nicht sicher. Ich wünsche euch alles Gute. Und was ich noch sagen wollte, ist, ich habe dieses Jahr auch nochmals 5,5 Kilo runter vom Gewicht. Also letztes Jahr 12 und jetzt 5,5 Kilo. Klar, es ist nicht der Rede wert, ne? Aber das hilft auch, ne? Wenn man ein bisschen da rumschaut, auch Disziplin hat. Und klar, man muss auch mit MS das Leben bestreiten können. Und klar ist diese Krankheit bemerkenswert. Und dass das Vitamin D diese Krankheit so gut im Griff hält, hätte ich nicht gedacht. Also ehrlich gesagt, und die Schmerzen sind auch weniger, das muss ich zugeben. Die Trigeminusneuralgie ist auch so gut wie weg. Da bin ich froh darüber. Ja, was soll ich sagen? Das war es eigentlich für das Jahr 2020. Und der Rest könnt ihr aus den anderen Videos, aus diesem V-Log Multiple Sklerose 2017 bis zum Ende anschauen. Ne? Bis zum Ende muss ja nicht unbedingt mein Tod sein. Ne? Bis zum Ende, bis irgendwann, bis ich keine Lust habe auf YouTube. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.